Movie Night in Wald am Schoberpass. Großer Andrang im Fuhrhof in Wald am Schoberpass stand doch die dritte Movie Night des Musikvereins am Programm. 2 Stunden anspruchsvolle Musik vom Feinsten erwartete die zahlreich erschienenen Gäste. Außergewöhnliche Klänge aus der Filmwelt und bekannte Blockbuster standen am Programm. Hören Sie nun einige Ausschnitte aus diesem hervorragenden Blasmusikabend. Durch das Programm führte Pater Magister Vinzenz Schager. Den Movie Night heute in Wald am Schoberpass. Nach was für Kriterien sind die Stücke ausgesucht worden? Ja, das ist nach Gefühl, nach meinem Gefühl und nach dem Gefühl von meiner Tochter haben wir die Stücke ausgesucht. Wir können nicht anders tun, weil eins gefällt ein, das andere gefällt ein wieder nicht. Also müssen wir irgendwo ein bisschen eine Zwangsbeglückung machen. Und wie lange braucht man, dass man so ein Konzert auf die Füße bringt? Wir haben in Mitte Jänner angefangen zu proben. Das sind Teilproben und auch Gesamtproben jede Woche. Ja, unter der Woche sind Gruppenproben und am Freitag ist dann immer Gesamtprobe. Und das sind immer sehr viel, Gott sei Dank, sehr viele Leute. Thank you.
Wie viel Arbeit, wie viele Stunden sind da in Vorbereitung draufgegangen? Ja, es steckt eine irrsinnige Arbeit dahinter, weil man nur daher nimmt, die ganze Konstruktion, was von uns dazu gebaut worden ist, dass die Halle groß genug wird für diese Veranstaltung und heute eigentlich schon wieder fast zu klein war, weil wir haben ja über 400 Gäste heute gehabt. Und natürlich die ganze Vorarbeit, die was schon seit Anfang Jänner mit der Probearbeit ist, ist ein gewaltiger Aufwand. Ja, da bei uns legt Gott sei Dank ein jeder die Hand an. Wie wir vorher schon gesagt haben, viele Hände machen der Arbeit Gott sei Dank ein Ende. Und genau so geschaffen, solche Veranstaltungen schafft man nur, wenn jeder an einen Strick zieht. Und das tun wir in Waldheim schon mal was. Ja, die nächste Movie Night wird 2026 durchstarten. Wir haben ja einen 2-Jahres-Rhythmus. Und so wie es heute natürlich wieder irrsinnig gut angekommen ist, sind wir schon wieder motiviert für 2026. Und hoffe jetzt schon, dass da wieder gleich viele Leute sind, wenn nicht mehr, beim nächsten Mal.